alles begann mit einem Albtraum. Ein metallisches Skelett erhebt sich aus den Flammen. Waffen, Zerstörung, Chaos. Du wachst auf. Was tust du? Du kannst dich jetzt verängstigt auf die andere Seite drehen oder du machst dir solche Bilder kreativ zunutze, so wie es James Cameron tat. Und es entstand The Terminator, der ziemlich genau vor 40 Jahren, nämlich am 26. Oktober 1984, das Licht der Kinoleinwand erblickte. Und allein diese Geschichte, die beweist, wie visionär dieser Filmemacher war und zum Teil auch immer noch ist. Dieser wortwörtliche Fiebertraum, den Cameron eben einst hatte, als er jetzt für die Kinopremiere seines Spielfilmdebüts Piranha 2 in Rom war, beflügelte ihn, eine Geschichte zu entwickeln, die jetzt auf dem Papier im ersten Moment so ein bisschen wie Beschund wirkt, aber bei genauerem Hinsehen enorm kreativ, feinfühlig und auch vorausschauend ist. Sehr vieles, was irgendwann mal nur Science Fiction war, wurde irgendwann von der Realität eingeholt. Und die Themen, die dieser Film behandelt, die sind, finde ich, mittlerweile relevanter denn je. Jeder spricht irgendwie von KI und verdammt viele haben irgendwo schon so ein mulmiges Gefühl, was diese Technologie irgendwann für Folgen verursachen könnte. Die heutige Filmbesprechung steht ganz und gar im Zeichen von Terminator 1. Und heute habe ich besonders viel zu erzählen. Wie üblich jetzt alles Wichtige zur Entstehungsgeschichte, da gibt es wirklich einiges. Aber ich möchte auch auf ein paar Deleted Scenes eingehen und auf gewisse Plagiatsvorwürfe. Dann schauen wir uns natürlich an, was im Film passiert und anschließend gebe ich euch dann meine Gedanken wieder. Viel Spaß, es wird spannend. Der Fiebertraum war der Anfang und wir sollten wirklich dankbar sein, dass es Personen wie James Cameron gibt, die sich davon jetzt nicht unbedingt einscheißen, sondern das Ganze sogar kreativ nutzen. Nachdem er jetzt aus Italien wieder in die Staaten zurückgekehrt war, schrieb er mithilfe seines Freundes und ebenfalls Drehbuchschreiber Bill Wisher den ersten Drehbuchentwurf. Eine Cyborg-Killermaschine aus dem Jahre 2029, die jetzt in die Vergangenheit zurückgeschickt wird, um die Mutter des zukünftigen Anführers des Widerstands zu töten, damit dieser gar nicht erst geboren werden kann. Kann jetzt dieser Film Zeitreisen plausibel erklären? Eher nicht. Beziehungsweise, wir wissen es nicht. Was passiert bei solchen Ereignissen? Führt das Ganze zu einer Zeitschleife? Das, was du jetzt in der Vergangenheit änderst, dann eben doch zur bestehenden Situation in der Zukunft führt? Oder gibt es dann vielleicht eine alternative Zeitlinie? Und deine eigene Zukunft bzw. deine Gegenwart, die ändert sich gar nicht? Wir wissen es schlichtweg nicht, deswegen nehmen wir die Logik hier in diesem Film einfach mal an. Zusätzliche Inspiration holte sich jetzt Cameron von Filmen wie The Driver oder auch Mad Max 2 und vor allem der Fernsehserie Outer Limits, die noch eine wichtige Rolle spielen wird, etwas später dazu mehr. Eine weitere Person, die jetzt Cameron inspirierte, war jetzt tatsächlich John Carpenter. Denn der realisierte mit einem ziemlich geringen Budget den ebenfalls prägenden Halloween. Und Cameron dachte sich, hey, mit einem geringen Budget irgendwas Tolles erschaffen, das kann ich auch. Bereits bei diesem ersten Drehbuchentwurf gab es die Idee der zwei Terminatoren. Einen, wie wir ihn hier in diesem Film dann sehen, und einen tatsächlich bestehend aus flüssigem Metall. Aber es wurde dann relativ schnell klar, dass diese Idee damals einfach nicht umsetzbar war. Wir haben 1980. James Cameron arbeitet noch als Special Effects Künstler bzw. als Modellbauer bei einem Film namens Zador, Herrscher im Weltraum. Einer Roger Corman Produktion, dem Godfather des gehaltvollen Trash-Films. Da lernte Cameron dann Gail Ann Hurd kennen, die zu dieser Zeit die Assistentin von Corman bei New World Pictures war. Als dieser Drehbuchentwurf stand, kamen eben Hurd und Cameron jetzt dann wieder zusammen und sie war wirklich fasziniert von der Geschichte. Die beiden vereinbarten dann, dass Hurd den Film produzieren würde, aber im Gegenzug Cameron dann dafür Regie führen dürfte. Und die Rechte, die verkaufte er ihr für $1. Was er dann später zwar bereute, aber das tat jetzt der langjährigen Partnerschaft dieser beiden keinen Abbruch. Cameron und Hurd hatten jetzt durch ihre frühere Zusammenarbeit noch Kontakte bei Orion Pictures. Dort erklärte man sich bereit, den Film jetzt zu vertreiben, aber Geld für die eigentliche Produktion, die müsste man jetzt andersweitig auftreiben. Mehrere Studios wurden also angefragt, aber so ziemlich alle lehnten ab, außer die Hemdale Film Corporation. Und für das anstehende Pitch-Meeting mit den Verantwortlichen dort, da wurde dann Cameron kreativ. Er hatte für die Hauptrolle des Terminators nämlich schon seinen Freund Lance Henriksen vorgesehen, mit dem er auch schon bei Piranha 2 gearbeitet hatte. Der sollte jetzt bei diesem Pitch-Meeting noch vor Cameron in voller Terminator-Montur erscheinen. Henriksen, der machte nur allzu gern mit und mit seinem Auftreten, da jagte er den Leuten dort erstmal gehörigen Respekt ein. Er trug eine Lederjacke, er hatte falsche Schnitte im Gesicht und er hatte sich so Goldfolie um die Zähne rumgemacht. Cameron stieß danach
sprach dann irgendwann dazu und klärte nun auf, worum es eigentlich ging. Der Vorsitzende der Hemdale Film Corporation, der war begeistert. Und zwar von dieser Vorstellung, von Camerons Skizzen und von seinem Drehbuch. Das Projekt nahm Fahrt auf. Ursprünglich plante man mit etwa 4 Millionen Dollar Budget. Das wurde später dann aber nochmal aufgestockt. Für die Rolle des Kyle Reese, da wollte jetzt Orion einen aufstrebenden Darsteller. Und die brachten dann tatsächlich Arnold Schwarzenegger für diese Rolle ins Spiel. Cameron, der hatte aber so seine Bedenken. Und er meinte, dass man für die Rolle des Terminator ja dann irgendjemanden bräuchte, der noch berühmter wäre wie Arnold Schwarzenegger. Also wurden Sylvester Stallone oder auch Mel Gibson angefragt. Beide lehnten aber ab. Dann wurde O.J. Simpson ins Spiel gebracht. Aber Cameron meinte, dass der als Killer nicht glaubwürdig wäre. Am Ende willigte dann Cameron aber trotzdem ein, sich mal mit Schwarzenegger zu treffen. Dieser hatte das Skript auch schon im Vorfeld bekommen, aber er sah sich nicht als Kyle Reese. Er wollte den Terminator spielen. Und während des gemeinsamen Mittagessens, da wurden sich die beiden dann einig, dass es genau so sein sollte. James Cameron sagte dann später dazu, Arnold Schwarzenegger als unseren Terminator zu besetzen, hätte nicht funktionieren dürfen. Der Typ soll eine Infiltrationseinheit sein. Und es ist unmöglich, dass man einen Terminator in einer Menschenmenge nicht sofort erkennt. Wenn jetzt alle wie Arnold aussehen. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Aber das Schöne an Filmen ist, dass sie nicht logisch sein müssen. Sie müssen einfach nur plausibel sein. Wenn etwas Instinktives, jetzt Filmisches passiert, das dem Publikum gefällt, dann ist es ihm egal, ob es dem Wahrscheinlichen widerspricht. Somit war Schwarzenegger als Terminator gesetzt und Lance Henriksen bekam dann trotzdem noch eine Rolle im Film, und zwar als Detective Hal Vukovich. Schwarzenegger bereitete sich nun auf die Rolle vor. Er trainierte 3 Monate intensiv mit verschiedensten Waffen und erhielt sich körperlich ebenfalls natürlich in Bestform. Was ich übrigens auch irgendwo probiere und ich finde, das ist jetzt die perfekte Überleitung zu meiner allerersten Kooperation. Jawohl, Freunde, der Grieche hat endlich mal einen anständigen Werbedeal. Und zwar Holy. Halt, Freunde, ich sehe jetzt wirklich schon eure Gesichter, so Grieche, du jetzt auch noch. Und hey, ihr könnt mir glauben, ich habe in den letzten Monaten immer wieder rumgescherzt und habe dann so gesagt, hey, wenn sich Holy irgendwann bei mir dann melden sollte, dann lehne ich ab. Ich habe nie damit gerechnet und dann haben die sich tatsächlich bei mir gemeldet. Also ist die Frage, warum mache ich es dann? Geld. Und weil sie mich tatsächlich überzeugt haben. Wisst ihr, ich trainiere regelmäßig. Ich möchte einfach stark sein und mich fit halten. Fuck! Was hat jetzt Holy damit zu tun? Nun ja, jeder, der trainiert, der kennt's. Manchmal braucht's vorab einen Booster, sei es jetzt ein Kaffee oder irgend so ein komischer Energy Drink. Und was das angeht, habe ich jetzt tatsächlich die Holy Energy Linie für mich entdeckt. Nach dem Training, da braucht's dann manchmal ein paar Mineralien, was isotonisch ist, denn es enthält Elektrolyte. Wenn ich überlege, bisher habe ich nur allzu gern zu diesen kleinen blauen Fläschchen hier gegriffen, weil es mir halt auch irgendwo geschmeckt hat. Und das kann ich mir jetzt echt endlich sparen. Übrigens auch ein paar Euros und den ganzen Pfandflaschenwahnsinn. Und wenn ihr einfach nur geilen Geschmack haben wollt, hey, dann gibt's auch die ganz normale Eisteelinie. Und alles ohne Zucker, ohne Bullshit und nur natürliche Zusätze, wie jetzt Holy wirbt. Die hat mir jetzt im Vorfeld nämlich so ein Starter-Set zugeschickt, eben mit unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, mit diesen 3 verschiedenen Linien. Ich habe mich dann durch alle irgendwie mal durchprobiert und ich fand sie geil bis extrem geil. Und mit meinem Rabattcode VIDEOTREFF5 erhaltet ihr nämlich dann 5% bei eurem ersten Einkauf. Ich empfehle hier wirklich, holt euch am besten so ein Starter-Set mit den verschiedensten Geschmacksrichtungen, bevor ihr euch da gleich so eine ganze Dose holt und am Ende ist es vielleicht nichts für euch. Dann einfach ein bisschen Pulver, einen halben Liter Wasser, schütteln, fertig. Ist euch zu süß? Schüttet halt mehr Wasser rein. Braucht ihr Blubber dazu, dann mischt ihr einfach das Pulver mit ein bisschen Wasser und füllt dann das Ganze mit Mineralwasser auf. Pro-Tipp wäre hier zum Beispiel so ein Soda-Stream, das spart auch nochmal Pfand. Guckt also gerne mal bei Holy vorbei, ich habe euch das alles unten mal verlinkt und vergesst meinen Rabattcode nicht, VIDEOTREFF5. Wehe, ihr benutzt einen anderen. Zurück zum Terminator. 17 Zeilen, weniger als 100 Worte. Das war alles, was Arnie hier aufzusagen hatte. Cameron sagte später mal, irgendwie funktionierte sogar sein Akzent. Es hatte nämlich so eine seltsame, synthetische Qualität, als hätte diese Maschine die Sache mit der Stimme irgendwie noch nicht ganz hinbekommen. Also ging es weiter mit der Suche nach Kyle Reese. In Betracht gezogen wurden Superman, Christopher Reeve, Matt Dillon, Kurt Russell und sogar Sting. Am Ende entschied sich Cameron für Michael Biehn. Der war zweimal zum Vorsprechen. Beim ersten Mal überzeugte er eigentlich schon, aber da hatte er so einen komischen Südstaaten-Akzent, weil er da gerade von einem anderen Vorsprechen kam, für das er diesen Akzent irgendwie brauchte. Und dann bei Cameron hatte er den einfach noch nicht abgelegt. Also nochmal hin, ganz normal gesprochen, hat geklappt. Und der brachte neben der nötigen Härte eben noch diese Sensibilität mit, um jetzt perfekt mit Sarah Connor
connecten zu können. Um sich in die Figur des Kyle Reese hineinzuversetzen, beschäftigte sich Bean jetzt sehr stark mit den Gräueln in den jüdischen Ghettos in Polen während dem Zweiten Weltkrieg. Und er trainierte auch ziemlich hart, um eben als Soldat durchzugehen. Die Rolle der Sarah Connor wurde zuerst Lisa Langlois angeboten. Die lehnte aber wegen terminlichen Schwierigkeiten ab. Weitere Kandidatinnen waren Jennifer Jason Leigh, Melissa Sue Anderson, Jessica Harper oder auch Rosanna Arquette und Lea Thompson. Am Ende entschied sich Cameron für Linda Hamilton, die kurz vorher die Dreharbeiten zu Kinder des Zorns beendet hatte. Ein absolutes Everyday Girl, aber mit einer ganz bestimmten Stärke, die jetzt im Verlauf des weiteren Films dann immer mehr zum Vorschein kommt. Weiter im Film sehen wir dann den bereits genannten Lance Henriksen als Detective Hal Vukovic, Paul Winfield als Ed Drexler, Bess Motter als Sarahs Freundin und Mitbewohnerin Ginger, Rick Rossovich, er spielt Gingers Stecher Matt und Earl Bowen ist Dr. Peter Silberman, der Polizeipsychologe. Im Film hören wir sogar hier und da James Camerons Stimme. Er spricht nämlich den Typen, der über den Anrufbeantworter Sarah versetzt. Und er bespricht den Betreiber des Tiki Motels, dessen Gesicht, das sehen wir ja nie. Für die Special Effects im Film wollte Cameron Dick Smith, der schon an der Pate oder Taxi Driver mitgearbeitet hatte. Der selbst, der sah sich aber nicht als den geeigneten Mann und der brachte dann Stan Winston ins Spiel. Als der dann Camerons Zeichnungen von dem Endoskelett sah, was er ja nach seinem Traum anfertigte, da war er absolut begeistert und er las das Skript, was ihn dann endgültig überzeugte, den Job anzunehmen. Er war dann verantwortlich für die legendären Make-up-Effekte, die Prothesen, die Puppen und den Terminator. Modell 101 T-800. Ein kybernetischer Organismus, eine Maschine, die mit menschlichem Gewebe überzogen ist, was sie zu einem perfekten Infiltrator macht. Entwickelt von Skynet, einer künstlichen Intelligenz der Firma Cyberdyne Systems, die auch für das Fastende der Menschheit verantwortlich war. Oder noch sein wird, je nachdem aus welchem zeitlichen Winkel man das Ganze sieht. Stan Winston sagte mal, eigentlich verdiene er auch die ganzen Lorbeeren nicht, die er jetzt für den Film erhalten hatte. Jedenfalls nicht allein. Cameron fütterte ihn nämlich so gut mit detaillierten Skizzen, dass Winston und sein Team das Gezeichnete einfach nur bauen mussten und fertig. Es wurden jetzt mehrere Konzepte für den Terminator erstellt, aber am Ende entschied man sich im Grunde genommen für das Design, was Cameron bereits damals nach seinem Fiebertraum skizziert hatte. Denn das funktionierte einfach am besten. Cameron selbst wollte ursprünglich in diesem Film auch viel mehr Stop-Motion einsetzen, als man jetzt eigentlich im fertigen Film sieht, vor allem die ganzen Szene mit dem Endoskelett am Ende. Stan Winston hatte dann aber die Idee, ein Modell in Menschengröße zu bauen. Oder dass man eben auch viel mit Puppen dreht, statt nur auf Stop-Motion zu setzen. Zum Beispiel mit diesem Puppen-Oberkörper, was man dann vor allem im finalen Kampf in der Fabrik sieht. Für die berühmte Augenoperation, da wurde sogar ein überdimensionierter Kopf gebaut, damit man jetzt die Details in der Augenwunde einfach noch besser erkennen konnte. Für die visuellen Effekte, für das Stop-Motion und die Szenen jetzt in der verwüsteten Zukunft wurde die Firma Fantasy 2 beauftragt. Es wurden Miniaturmodelle gebaut, es wurden fliegende Jägerkiller gebaut, die jetzt an Klavierseiten hängend bewegt wurden oder auch diese Panzer. Es wurde dann auch viel mit falschen Perspektiven gearbeitet. Zum Beispiel, indem man jetzt ganz vorne so einen großen Totenschädel platzierte und kleinere dann weiter hinten, was dem Ganzen dann viel, viel mehr Tiefe verlieh, als es eigentlich hatte. Und bei diesen Szenen wurde dann auch sehr viel mit Auf- und Rückprojektion gearbeitet. Beim explodierenden Truck, kurz bevor es also in die Fabrik geht, handelte es sich übrigens um ein Modell im Maßstab 1:6. Man kombinierte nun Szenen von einem echten Truck mit Szenen mit diesem Miniaturmodell und das Endergebnis mit diesem explodierenden Truck, das sah so echt aus, dass sehr, sehr viele Leute auch heute noch der Meinung sind, dass das ein echter Truck war. Die eigentlichen Dreharbeiten, die sollten dann 1983 im Sommer in Toronto beginnen. Sie wurden dann aber unterbrochen, weil der Produzent Dino De Laurentiis Schwarzenegger erstmal zurückpfiff. Der war nämlich für De Laurentiis vertraglich verpflichtet, noch Conan der Zerstörer zu machen. Es kam nun also zu einer Unterbrechung von 9 Monaten. Normalerweise hätte man jetzt vielleicht irgendeinen anderen als Terminator besetzt und weitergemacht. Aber alle Beteiligten wollten Arnie. Cameron nutzte jetzt diese Pause und er schrieb währenddessen das Drehbuch zu Rambo 2, überarbeitete dann nochmal das Terminator-Drehbuch und fing schon mit der Konzeption von Aliens an. Und die Special Effects-Leute, die hatten jetzt natürlich auch gut Zeit, um das Ganze noch besser vorzubereiten. Im März 1984 konnte es nun endlich losgehen. Doch kurz vorher, da verstauchte sich Linda Hamilton schwer ihren Knöchel und es musste der ganze Drehplan jetzt nochmal abgeändert werden.
Bedeutet, dass Szenen, in denen sie jetzt rennen musste, die wurden dann einfach weiter nach hinten geschoben. Sie bekam dann auch jeden Tag einen frischen Verband und hatte eigentlich den Großteil der Produktion über ziemliche Schmerzen. Die Produzenten hatten sich ursprünglich gewünscht, dass sehr, sehr vieles dann auch tagsüber gedreht wird, weil das einfach billiger ist. Cameron, der bestand aber drauf, dass eben überwiegend nachts gedreht wird, weil das von der Bildästhetik einfach viel, viel besser zu dem Film passt, beziehungsweise zu der Vision, die er hatte. Gute Entscheidung. Eine berühmte Anekdote, die berühmteste, wenn man so möchte, die entstand dann während Arnies Ankunft im Polizeirevier. Schwarzenegger, der wollte nämlich ums Verrecken nicht I'll be back sagen. I will be back war ihm einfach lieber. Von manchen Seiten heißt es, Arnie war der Meinung, dass eben das eine Maschine sagen würde, statt I'll be back. Von anderer Seite heißt es, er hat dann mit seinem Akzent einfach Schwierigkeiten gehabt, das auszusprechen. Jedenfalls war Arnie insgesamt am Set immer so der gute Launebär, der mit seinem immerwährenden Enthusiasmus stets dafür sorgte, dass alle wirklich motiviert blieben. Aber interessanterweise, von den Hauptcharakteren Linda Hamilton und Kyle Reese, da hielt er sich jetzt wirklich weitestgehend fern, einfach um die Bedrohung aufrechtzuerhalten. Die einzige Szene, in der man jetzt wirklich alle drei zusammen sieht, ist im Nachtclub Tech Noir. Die Verfolgungsjagden, die zähle ich jetzt nicht wirklich dazu, da sie da eben nicht wirklich in einem Raum waren. Und das Finale auch nicht, weil dort kämpfen die ja gegen das Endoskelett und nicht gegen Arnie. Der Name des Clubs Tech Noir ist übrigens eine Anspielung auf das Genre, das jetzt Terminator 1 gemäß Cameron ist, nämlich ein Technikfilm Noir. Die Sets dieses Clubs, die wurden in einem alten Restaurant gebaut und das wirkte wirklich so glaubhaft, dass jetzt Leute, die mit dem Filmdreh gar nichts zu tun hatten, diesen Club auch wirklich besuchen wollten. Die Dreharbeiten waren irgendwann beendet. James Cameron traf sich nun mit Brad Fiedel, dem Komponisten des späteren Scores. Fiedel dachte sich da erst einmal, okay, da kommt jetzt wieder irgendjemand mit einer Mini-Produktion und meint, er macht jetzt den visionärsten Film aller Zeiten. Sowas kommt wohl öfter vor. Aber das Gespräch mit Cameron und vor allem jetzt die Sichtung des Films bzw. des Filmmaterials belehrten ihn dann eines Besseren. Cameron war kein Schwitzer. Fiedel hängte sich nun voll rein und er kreierte einen Score, der wirklich in die Filmmusikgeschichte einging. Viele Sounds, die kreierte er dabei mit einem Synthesizer, während er jetzt die Szenen guckte und passte dann Rhythmus quasi in Echtzeit an. Da hast du hier dann noch so ein paar metallische Klänge und du hast diesen Sound von diesem mechanischen Herzschlag. Und das ist dann auch das Leitmotiv des Films. Was dann hinterher tatsächlich noch nötig war, waren tatsächlich ein paar Nachdrehs, für die man aber vorsorglich ein paar Euros, ich meine ein paar Dollars auf die Seite geschafft hat. Es waren oftmals nur kleine Szenen, aber sie waren für den finalen Film wichtig. Und für vieles, da schickte man dann quasi so ein kleines Guerilla-Einsatzteam los. Und das oftmals dann sogar ohne Drehgenehmigung einfach losdrehte. Was während den Hauptdrehs übrigens auch öfter mal vorkam. Exemplarisch für die Nachdrehs ist jetzt zum Beispiel die Szene, nämlich die letzte Einstellung in dieser Presse in der Fabrikhalle, wenn der Terminator-Kopf zerquetscht wird. Oder als Kyle Reese im Leichensack liegt und der Reißverschluss zugezogen wird. Das war übrigens ein handelsüblicher Anzugsack, der James Cameron gehörte. Und die letzte Einstellung, als jetzt der Jeep in den Sturm fährt, stammt auch aus den Nachdrehs. Hier steuert übrigens nicht Linda Hamilton den Jeep, sondern die Assistentin der Produzentin Hurt. Und das Ganze übrigens auch ohne Drehgenehmigung. Kleine Anekdote, es kam ein Cop vorbei, aber der konnte tatsächlich überzeugt werden, dass sich das Ganze um ein Studentenprojekt handelt. Der Cop, der war dann sogar so nett und sperrte dann auch den Verkehr der eh schon mau befahrenen Straße ab, bis dann wirklich alles im Kasten war. Sehr nett. Orion Pictures selbst mischte sich während der Produktion eigentlich gar nicht ein. Sie ließen Cameron freie Hand. Sie brachten lediglich zwei Vorschläge mit ein. Zum einen wollten sie einen Hunde-Androiden für Kyle Reese, was Cameron aber ablehnte. Und zum anderen wollten sie eine stärkere Liebesbeziehung zwischen ihm und Sarah Connor. Dem stimmte Cameron dann zu. Während dem finalen Schnitt fielen dann auch ein paar interessante Szenen der Schere zum Opfer. Sie wurden jetzt in erster Linie zugunsten eines besseren Filmflusses rausgenommen. Aber ein paar von denen, die sind eben wirklich eine Erwähnung wert. Detective Drexler und Vukovic bekommen jetzt ein bisschen mehr Screentime und vor allem Drexler, der fängt tatsächlich an zu zweifeln. Speziell als dann der Terminator irgendwann das Polizeirevier aufmischt. Hat Reese vielleicht doch recht? Eine weitere Szene zeigte Sarah Connor, die sich jetzt im Vorfeld Notizen zu Cyberdyne System gemacht hat, diese Kyle Reese zeigt und ihn davon überzeugen möchte, dass sie zu dieser Firma fahren und die in die Luft jagen. Reese ist dabei von dieser Idee aber gar nicht begeistert. Diese Szene, die zeigt jetzt Sarah Connor bereits als kämpferische Frau, während Reese hier völlig gegenteilig agiert und fast schon einen Mental Breakdown hat. Denn er erträgt es da kaum, dass all das Wundervolle, was er da 1984 sieht,
vielleicht bald nicht mehr existieren könnte. Und in einer weiteren Deleted Scene, die jetzt ganz am Ende des Films spielt, sieht man jetzt zwei Personen, die jetzt eben Metallteile von zerstörten Terminator finden und damit jetzt vielleicht arbeiten wollen und herausfinden wollen, was es damit auf sich hat. Miles Dyson übernehmen sie. Hier bei dieser Szene wird dann eben dann auch so ein bisschen das Problem des Zeitparadoxons thematisiert und deswegen hat man es auch rausgenommen. Denn diese Ereignisse, die führen ja schlussendlich dazu, dass Skynet entwickelt wird. Diese beiden letztgenannten Szenen haben dann sozusagen den Grundstein für Terminator 2 gelegt, beziehungsweise die Geschichte. Denn die Ideen, wie wir hier sehen, die waren bereits beim ersten Teil da. Noch erwähnenswert, Arnie war während der ganzen Produktion nur so halb überzeugt. Er dachte sich nämlich, selbst wenn der Film floppt, wäre es eigentlich halb so dramatisch, da es ja nur so eine kleine Produktion ist. Aber als er dann die ersten 20 Minuten des fertigen Schnitts gesehen hatte, da wusste er, er ist bei was verdammt Großem dabei. Für Orion war Terminator 1 während der Produktion und auch noch beim Kinostart nichts weiter als ein weiterer Action-Exploitation-Film, der jetzt lediglich dieses bestimmte Zielpublikum von jungen, pubertierenden, hormongesteuerten Männern anspricht. Oh boy, wie falsch sie doch lagen. Terminator 1 wurde am 26. Oktober 1984, also eben vor ziemlich genau 40 Jahren, in den Staaten veröffentlicht. Das Budget lag bei 6,4 Millionen Dollar und der Film spielte weltweit über 78 Millionen Dollar ein. Er bekam ein R-Rating und hatte eine Laufzeit von knapp 107 Minuten. Die Kritiken, die waren überwiegend wirklich super. Die Verity nannte ihn einen glühenden filmischen Comic, voll virtuoser Filmkunst, grandioser Dynamik, solider Darbietungen und einer fesselnden Geschichte. Die LA Times nannte ihn einen knisternden Thriller voller blutiger Leckerbissen aller Art. Die New York Times nannte ihn immerhin ein B-Movie mit Flair. Kurz nach Kinostart hatte er jetzt The Terminator aber tatsächlich mit Plagiatsvorwürfen zu kämpfen. Ein Harlan Ellison hatte nämlich bereits in den 60ern zwei Episoden für die beliebte Serie Outer Limits geschrieben. Soldier und Demon with a Glass Hand. Harlan fand The Terminator großartig, aber er war ziemlich überzeugt, dass The Terminator auf seinem Soldier basierte. Und er drohte damit einer Klage wegen Urheberrechtsverletzungen. Ellison und Orion Pictures einigten sich dann 1986 außergerichtlich. Es wurde eine nicht genannte Summe an ihn bezahlt und spätere Kopien des Films fügten dann einen zusätzlichen Credit für Ellison hinzu. Cameron war jetzt mit dieser Entscheidung nicht ganz einverstanden. Aber Orion sagte ihm, wenn er mit dem Vergleich jetzt nicht einverstanden wäre, dann müsse er Schadensersatzzahlungen leisten, falls Orion den Prozess verlieren würde. Cameron gab nach. In seinen Augen aber ist es kein Plagiat. Vielleicht hat er sich jetzt doch irgendwie unbewusst, ohne es zu merken, doch ein bisschen davon inspirieren lassen, wir wissen es nicht. Ich kenne jetzt die Serie Outer Limits, eben diese alte vom Hörensagen. Die beiden Episoden kenne ich auch nur hier im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Ich kann jetzt daher auch nichts dazu sagen. Rückblickend haben jedenfalls etliche Kritiker, die damals jetzt nicht so angetan waren, nun schlussendlich zurückgerudert und erkennen den Film nun als wahrlich visionäres und ultraspannendes Meisterwerk an. Rotten Tomatoes hat 100% auf dem Tomatometer bei 71 Kritiken und 89% auf dem Popcornmeter bei über 250.000 Zuschauerbewertungen. Bei uns startete der Film dann am 11. März 1985 mit einer Freigabe ab 18 und laut den Quellen, die ich jetzt gefunden habe, wohl leicht gekürzt und zwar bei der Augenoperationsszene. So erschien der Film dann auch kurz darauf auf VHS von VCL. Im Oktober 85 erfolgte dann die Indizierung des Films. In den Folgejahren, da gab es dann mehrere Neuauflagen dieser gekürzten VHS und weitere, die dann noch weiter gekürzt waren mit einer FSK 16 Freigabe. Und alle TV-Ausstrahlungen waren auch gekürzt, egal ob ab 18 oder ab 16. 1998 erfolgte dann die erste DVD-Auswertung und zwar von Mava VCL. Aber hier handelte es sich auch nur um eben diese leicht gekürzte Kinofassung. Es gab dann später noch weiter gekürzte FSK 16 DVDs und 2003 startete man den ersten Versuch, den Film jetzt vom Index zu holen. Man scheiterte aber. Aber immerhin veröffentlichte jetzt MGM den Film erstmals ungekürzt auf DVD im Jahr 2001 ohne FSK-Freigabe wegen der immer noch bestehenden Indizierung. Im August 2010 war dann diese 25-Jahres-Frist rum. Weil wenn ein Film auf dem Index ist, wird dann spätestens nach 25 Jahren einfach nochmal geprüft, ob man die Indizierung noch beibehält oder nicht. Und Terminator
wurde dann endlich deindiziert. Und eine Neuprüfung des Films führte dann eben zur FSK 16, die der Film jetzt trägt und die meiner Meinung nach auch völlig gerechtfertigt ist. Wer jetzt Bock hat, sich ein bisschen näher mit der Zensurgeschichte des Films zu beschäftigen, ich habe euch unten mal die Terminator-Hauptseite bei schnittberichte.com verlinkt. Da findet ihr alles Wichtige. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit heute schätzt und das Video liked, den Kanal abonniert, wer noch nicht hat. Dafür sage ich schon mal allerherzlichsten Dank. Machen wir weiter mit der Handlung. Der Film beginnt in einem verwüsteten LA im Jahr 2029. Über Texttafeln und einer Off-Stimme erfahren wir, dass die Maschinen sich erhoben haben und mit Nuklearwaffen die Menschheit fast ausgerottet haben. Doch ein paar wenige leisten nach wie vor Widerstand und stehen kurz vor dem entscheidenden Erfolg. Die Maschinen können aber einen Terminator, sprich einen Cyborg, zurück ins Jahr 1984 schicken. Seine Mission: Sarah Connor zu töten, die zukünftige Mutter des Anführers des Widerstandes John Connor, damit dieser eben gar nicht erst geboren werden kann. Aber John Connor selbst konnte dann seinen Soldaten Kyle Reese ebenfalls zurückschicken, damit der Sarah Connor beschützt. Während der Terminator ein paar Punks tötet, sich deren Kleidung anzieht und sich mit Waffen eindeckt, muss Reese nach seiner Ankunft erstmal vor der Polizei flüchten, da einem Obdachlosen die Hosen geklaut hat. Nun lernen wir Sarah kennen. Eine junge Frau, die mit ihrer Freundin Ginger zusammenwohnt, als Kellnerin arbeitet und ansonsten ein sehr unauffälliges Leben führt. Der Terminator geht systematisch vor. Über das Telefonbuch macht er insgesamt 3 Sarah Connors ausfindig und tötet die ersten beiden. Unsere Sarah bekommt das über die Nachrichten mit. Abends ist sie dann alleine unterwegs, während sich Ginger in der Wohnung mit ihrem Stecher Matt vergnügt. Sarah bemerkt, dass sie verfolgt wird. Sie flüchtet in den Club Tech Noir und nimmt dort Kontakt mit der Polizei auf, die das ihrerseits auch schon längst probiert hatte. Im Speziellen die Detectives Draxler und Vukovic. Der Terminator hat derweil auch Ginger getötet, weil er sie für Sarah hielt und ihren Stecher Matt. Durch den AB erfährt er aber, dass er die Falsche erledigt hat. Sarah ruft nämlich an und hinterlässt eine Nachricht, nämlich dass sie eben in diesem Club Tech Noir ist. Der Terminator findet dann in einer Schublade noch Sarahs Ausweis mit einem Foto von ihr. Er weiß nun also, wie sie aussieht. Im Club kommt es nun zur ersten großen Konfrontation. Der Terminator erblickt Sarah, ist kurz davor, sie auszuschalten, aber Reese kann in letzter Sekunde auf ihn feuern. Er schnappt sich Sarah und flüchtet mit ihr, der Terminator in einem Polizeiauto hinterher und auch die Cops. Sie können alle abschütteln und Kyle erklärt Sarah, was Sache ist. Daher muss sie leben. Und im Verlauf der weiteren Geschichte verschwinden nach und nach auch ihre Zweifel. Bald darauf hat der Terminator die Fährte der beiden wieder aufgenommen. Es kommt zu einer erneuten Verfolgungsjagd, bei der auch wieder die Cops dabei sind. Diese endet, indem der Terminator gegen eine Wand prallt und tatsächlich auch ein wenig beschädigt wird. Er verschwindet, aber Kyle und Sarah werden auf die Polizeistation gebracht. Kyle wird von Dr. Silverman verhört. Was er dort von sich gibt, macht für die Anwesenden natürlich wenig Sinn. Der Terminator kümmert sich derweil in einem verranzten Hotelzimmer um seine Wunden und macht sich dann auf den Weg zum Polizeirevier. Dort richtet er ein Massaker an. Er erschießt einen Cop nach dem anderen. Vukovic und Draxler sterben ebenfalls, aber Kyle schafft es noch rechtzeitig, Sarah wegzuschaffen und sie flüchten ganz weit weg in ein Motel. Hier kommen sich die beiden näher und er gesteht ihr, dass er sie schon immer geliebt hat, seit er damals das Foto von ihr von John Connor bekommen hat. Sie schlafen miteinander und anschließend bauen sie Rohrbomben. Der Terminator selbst ist zu Sarahs Mutter gefahren und hat sie getötet. Als diese nämlich bei ihr anruft, spricht er eben mit der Stimme der Mutter und somit findet er heraus, wo sie ist. Wieder zieht er los, wieder spürt er die beiden auf und es kommt zu einer erneuten Verfolgungsjagd, bei der sich Kyle und Sarah in ihrem Pickup überschlagen und der Terminator auf seinem Motorrad sich auch hinlegt. Nun setzt er jetzt die Verfolgung mit einem Tanklaster fort. Kyle und Sarah rennen davon. Kyle schafft es, eine Rohrbombe im Tanklaster zu platzieren und das ganze Ding explodiert. Die beiden wägen sich nun endlich in Sicherheit, aber der Terminator bzw. das Endoskelett erhebt sich aus den Flammen und jagt sie weiter. Es geht nun in eine Fabrikhalle, es kommt hier zum letzten Kampf. Kyle schafft es mit einer Rohrbombe den Terminator in 2 Hälften zu sprengen, aber dabei stirbt er. Doch der Oberkörper, der gibt immer noch nicht auf, der ist immer noch hinter Sarah her. Sie quetschen sich durch eine Presse. Sarah kann diese jetzt rechtzeitig betätigen und der Terminator wird nun
endgültig ausgeschaltet. Es vergehen einige Monate. Sarah fährt hochschwanger Richtung Mexiko und spricht auf Tonbändern Nachrichten für ihren ungeborenen Sohn John ein. Sie hält kurz an einer Tankstelle. Ein Junge macht ein Bild von ihr und wir sehen, es ist das Bild, das John in der Zukunft Kyle geben wird. Der Junge weist noch darauf hin, dass ein Sturm aufziehen wird. Sarah ist auf alles vorbereitet. Sie fährt weiter und Abspann. Warum werde ich manchmal das Gefühl nicht los, dass wir als Menschen unser Menschenmöglichstes tun, uns wirklich auszulöschen? Egal ob jetzt durch Kriege, die jetzt durch Machthunger, durch Neid oder Missgunst geführt werden. Und dabei wird halt eben ordentlich Technologie verwendet. KI ist in aller Munde und es ist einfach erschreckend, wie schnell diese Technologie auch bei der Kriegsführung voranschreitet. Wo soll das Ganze noch hinführen? Klar vereinfacht es das ein oder andere hier und da. Und hin und wieder bemühe ich selber ja auch mal ein ChatGPT. Aber das ist ja irgendwie noch verhältnismäßig harmlos zu dem, was andere Tools schon drauf haben. Und ich habe manchmal echt so das Gefühl, dass sich so mancher Ingenieur echt einen drauf scherbelt für das, was er mit seiner KI gerade erreicht. Wo sind die Grenzen, Leute? Gibt es da irgendwelche Direktiven, die dann in irgendeinen Quellcode eingebaut werden? Wie wir jetzt zum Beispiel hier bei Robocop oder einem anderen Film sehen, wenn es da heißt, du darfst Menschen nicht gefährden? Wer sagt, dass irgendein Programm am Ende nicht doch entscheidet, dass es das Beste für uns Menschen wäre, dass wir verschwinden? Als ich jetzt vor ein paar Tagen eben The Terminator gerewatcht habe, da ist mir echt so ein kalter Schauer den Rücken runtergelaufen. Früher, da konnte ich mich bei diesem Film zurücklehnen und staunen. Das tue ich heute immer noch, aber gleichzeitig fröstle ich dabei ein bisschen. Eine Bedrohung, die damals noch relativ abstrakt wirkte, wirkt heute realer denn je. Daher hat dieser Film in seinem Stellenwert für mich persönlich jetzt 40 Jahre später nochmal dazu gewonnen. Damals eben vor 40 Jahren noch wirklich Science Fiction, mittlerweile so gut wie eingeholt von der Realität, haben wir jetzt hier einen Film, der für sein verhältnismäßig schmales Budget von James Cameron wirklich meisterhaft inszeniert wurde. 300 bis 400 Millionen Dollar ballert Cameron mittlerweile für seine blauen Männchenfilme raus. Damals reichten ihm gerade mal 6,5 Millionen, um einen der atmosphärischsten Filme zu machen, die ich kenne. Und das im Gewand eines Sci-Fi-Slashers. Ja, ich sage auch ganz bewusst Slasher, denn im Kern ist das der Terminator. Eine Killermaschine, die sich irgendwie vorwiegend im Dunkeln durchmordet, bis sie irgendwann an ihr Primärziel angekommen ist. Und das Ganze ist eben dann angereichert mit einer wirklich horrorhaften, sehr kompakten und dichten Atmosphäre. Und das sind in meinen Augen schon so typische Merkmale eines Slashers. Aber hier ist es eben nicht dieses stupide Durchmorden mit einer Alibi-Story, um das Ganze jetzt voranzutreiben. Die Geschichte, die Story, die Cameron uns hier präsentiert, die ist richtig gut strukturiert, ultra spannend und auch absolut sinnig erzählt. Solange man sich jetzt nicht zu sehr an diesem Zeitreiseaspekt stört. Denn diese Logik, die können wir als Otto-Normalverbraucher eh niemals greifen. Was ich bei dieser Thematik aber trotzdem irgendwie spannend finde, ist halt die Frage, wäre ursprünglich jemand anders John Connors Vater gewesen? Oder war sich John Connor in der Zukunft bereits bewusst, dass Kyle Reese sein Vater war, wir uns also eben in so einer Schleife befinden und er ihn dann eben gerade deswegen auf Sarah aufmerksam gemacht hat, damit er überhaupt zur Welt kommen kann. Es gibt da nämlich, finde ich, in diesem Film so ein paar dezente Hinweise. John hat nie über seinen Vater gesprochen. Sarah Connor nimmt ja am Ende die Tonbänder für John auf und es deutet sich irgendwie so ein bisschen da schon an, dass dies dann eben die Infos über ihn, nämlich Kyle Reese, sein können, die John dann aber Kyle nicht erzählt, damit die Mission nicht gefährdet wird. Und dadurch, dass er ihm dann eben das Bild schenkt von seiner Mutter, sorgte er dafür, dass Kyle sich in Sarah Connor verliebt. Also könnte es irgendwie doch möglich gewesen sein, dass John Connor wusste, dass genau das passieren muss, dass Kyle Reese sich in seine Mutter verlieben muss. Und das alles spricht schon irgendwie für eine Zeitschleife. Also, dass das alles eben schon einmal war. Vielleicht sogar schon mehrmals und man wartet jetzt eben nun auf dieses eine Ereignis, mit dem man jetzt diese Schleife dann endlich durchbrechen kann. Das wären dann womöglich die Geschehnisse, die wir dann in Teil 2 sehen. Arnold Schwarzenegger hier im Film ist der Terminator. Punkt. Der Mann sieht aus wie eine Maschine, er benimmt sich wie eine Maschine. Eine Maschine, die jetzt ihre Umgebung ganz genau sondiert, die jetzt eben systematisch vorgeht. Die abwägt, welche Möglichkeiten sie hat. Zum Beispiel nach dem Crash im Tunnel, als die Polizei dann Sarah und Kyle einsammelt. Der Terminator hätte ja in diesem Zeitpunkt ja einfach weiterballern können, hat er aber nicht gemacht, weil er hat gesehen, er ist beschädigt. Also hat er sich dann für einen taktischen Rückzug entschieden. Sein Arm funktionierte nicht mehr richtig, sein Auge machte Probleme und es hätte dann eben sein können, dass er Sarah da doch nicht erwischt. Also erstmal ins Hotel sich selber reparieren und dann einen erneuten Angriff starten mit noch mehr Firepower. Bei diesem Angriff dann macht er keine Gefangenen, er tötet sie alle. Keine Emotion, pure Logik,
pure Programmierung. Und wie unaufhaltsam er ist, zeigt er dann auch das Finale. Der Truck wird gesprengt, das ganze menschliche Fleisch wird weggebrannt und dann erhebt sich dann dieses Endoskelett und jagt die zwei weiter. Auch ein Zeichen eben seiner Programmierung. Das ist dein Ziel. Geil fand ich hierbei übrigens diese kleinen Make-up-Details. Bei der ersten Verfolgungsjagd, also kurz nach der Schießerei im Tech Noir, da sieht man ja Schwarzenegger bzw. den Terminator, wie er so durch Flammen auf die Motorhaube draufspringt. Durch dieses Feuer hat es ihm die Augenbrauen weggerannt. Also für den Rest des Films sieht man dann den Terminator ohne Augenbrauen. Ist euch das aufgefallen? Michael Biehn und Linda Hamilton, auch beide großartig. Biehn wurde genau aus den richtigen Gründen gecastet. Man nimmt ihm den Soldaten, der jetzt wirklich bis aufs Blut kämpft, wirklich hundertprozentig ab. Er bringt dann auch von seiner Physis her diese nötige, drahtige Statur mit, aber eben auch dieses Verletzliche, dieses Sensible. Er hat Unmenschliches gesehen, Grausames und Widerwärtiges. Und das sorgt dann eben für diese Traurigkeit, die er hat. In 1984 erlebt er dann zum ersten Mal, was für ein schöner Ort die Welt mal war, also zumindest für seine Verhältnisse. Und das macht ihn eventuell sogar noch emotionaler, was dann wirklich vielleicht sogar geholfen hat, dass er sich jetzt emotional Sarah Connor noch mehr öffnen kann. Dann wird er im Polizeirevier von Dr. Silverman befragt. Übrigens großartig gespielt hier vom verstorbenen Earl Bone. Silverman stellt Fragen über die Zukunft und Treese hat einen fantastischen und völlig berechtigten Wutanfall. Biehn ist in dieser Szene einfach nur großartig. Ich habe Gänsehaut bekommen. Linda Hamilton, sie wirkt auch sensibel. Man kauft ihr ihre Angst absolut ab. Aber im Finale, jetzt speziell als sie jetzt den Terminator in der Presse zerquetscht, da müsst ihr mal ihren Blick sehen. Sie hat jetzt endlich die Kämpferin in sich entdeckt und diese ganzen Ereignisse, die holen sie jetzt wirklich hervor. Der restliche Cast, ob jetzt Lance Henriksen oder Paul Winfield, top. Gerade dieses leicht überarbeitete und anscheinend dieser chronische Schlafmangel, den Drexler hat, das hat Winfield wirklich super gespielt. Bei diesem Rewatch ist mir jetzt eins wieder bewusst geworden. Wenn man sich jetzt moderne Filme so anguckt, da hast du ja so einen Hauptplot und dann hast du hier einen Nebenplot, da einen Nebenplot, dort einen Nebenplot. Und ich habe jetzt dann eben gemerkt, wie sehr ich solche Filme vermisse, in denen jetzt eine Geschichte erzählt wird, die bei Punkt A anfängt und bei Punkt B aufhört. Denn die Szenen hier in der Zukunft, die sind jetzt nicht wirklich Nebenplot, sondern einfach nur in meinen Augen Hintergrundinformationen, die dem Ganzen dann eben eine extra Dimension geben und das, was Kyle Reese erzählt, eben bildlich nochmal vertiefen und uns somit jetzt noch mehr in die Geschichte reinsaugen. Allein wenn ich jetzt da an Kyles Albtraum denke, wenn er jetzt durch diese Tunnel läuft und sich da einfach nur ausruhen will und um ihn rum dieses ganze Elend und dann dringt dann dieser Terminator ein und ballert alles weg. Und diese Szene, wenn er so dasteht mit seinem Gewehr und mit den roten Augen, das ist großartig. Generell die Effekte, die sind einfach nur geil. Die Miniaturmodelle, jetzt wie mit den falschen Perspektiven gearbeitet wurden. Oder auch die Szenen mit den Autos dort, was jetzt wahrscheinlich auf irgendeinem Schrottplatz gefilmt wurde. So wirkte es ein bisschen, erinnerte aber trotzdem sehr stark eben an Mad Max. Ich fand die Projektion in dem Film richtig gut, weil wenn dort irgendwas explodiert, dann ist das eben was Echtes. Es ist kein CGI. Mich beeindruckt das einfach viel, viel mehr. Und insgesamt die Visuals, gerade jetzt bei der Ankunft vom Terminator und bei Kyle Reese, die sind auch immer noch wirklich beeindruckend. Das Stop-Motion ist ebenfalls gelungen. Ich fand dieses Detail schön, dass am Ende auch ein humpelndes Endoskelett hinter Kyle und Sarah her war. Ich meine, es war bei dieser Szene sogar so, dass man einen humpelnden Schwarzenegger gefilmt hat, damit man das dann eben auf das Stop-Motion übertragen kann. Und dieses Endoskelett, Leute, das sieht so mega aus. Was Stan Winston da auf Grundlage von James Camerons Skizzen erschaffen hat, es ist einfach nur perfekt. Genau so stelle ich mir eine metallische, metallene Killermaschine unter menschlichem Gewebe vor. Die Selbstoperation sieht großartig aus. Als der Terminator den Truck kapert, da hast du hier dieses klassische, die Haut ist hier ein bisschen abgewetzt Make-up, was dann auch so ein bisschen das Markenzeichen des gesamten Franchises wurde. Das ist alles einfach nur toll. Und trotzdem interessanterweise ist der Film jetzt insgesamt, also zumindest in meinen Augen, bis auf wenige Ausnahmen relativ unblutig, aber dieses Trostlose, dieses Raue, diese dichte Atmosphäre, die lässt diesen Film halt einfach wirklich hart erscheinen. James Camerons Inszenierung ist insgesamt wirklich nahezu
auf den Punkt. Du hast hier und da so eine ganz, ganz leichte Unruhe bei der Kameraführung. Der Schnitt des Films ist super. Er ist ruhig, wenn er ruhig sein soll, und er ist eben dynamisch, wenn er dynamisch sein soll. Oder wie er jetzt bei einigen Szenen auch die Zeitlupe wirklich effektiv eingesetzt hat. Zum Beispiel beim ersten Clash im Tech Noir. Oder wenn der Terminator jetzt die falsche Sarah Connor killt, einschließlich Ginger. Das ist genau richtig dosiert und es steigert die Spannung ungemein. Mit diesem zweiten Spielfilm hat James Cameron bereits bewiesen, dass er einfach ein Meister im Geschichten erzählen und bei der Filminszenierung an sich ist. Der Score des Films, Leute, legendär, was soll ich sagen? Einerseits treibend, andererseits irgendwie traurig und irgendwie fast schon depressiv. Aber im Kern dieses Themes so ein kleiner Schimmer von Hoffnung. Brad Fiedel hat hier wirklich einen der erinnerungswürdigsten Filmscores aller Zeiten geschaffen. Kurz nochmal der Hinweis, ich würde mich freuen, wenn ihr bei Holy vorbeischaut. Und wenn ihr da irgendwas findet, was euch zusagt, würde es mich wahnsinnig freuen. Ich habe ja schließlich dann auch was davon. Und hey, Leute, vergesst dabei nicht meinen Rabattcode VIDEOTREFF5. Aber was ihr gern vergessen dürft, das ist irgendwie jeder weitere Terminator-Klon. Es gibt ja mittlerweile ein paar davon da draußen. Das ist das Original und der ist eine Naturgewalt von Film. Ein Sci-Fi-Horror-Thriller, der eine Atmosphäre hat, die so dicht ist, eine Geschichte liefert, die so packend und aktuell ist, dass man manchmal wirklich schier nach Luft ringen muss. Dass das Budget verhältnismäßig gering war und man eben dann auch viel nachts gedreht hat, war hier vielleicht sogar von Vorteil, weil man dann eben hier und da doch ein bisschen kreativ werden musste. Wir haben grandiose Schauspieler. Wir haben einen Arnold Schwarzenegger, dem man eine Killermaschine aus der Zukunft wirklich abkauft. Tolle Darstellungen von Bean und Hamilton und natürlich auch allen anderen Beteiligten und für das verhältnismäßig geringe Budget wirklich richtig, richtig tolle Schauwerte und Setpieces. Wie ich vorhin schon sagte, James Cameron hat hier mit diesem zweiten Spielfilm bereits bewiesen, dass er auf jeden Fall auch im letzten Jahrtausend einer der ganz, ganz großen Geschichtenerzähler war und auch heute noch ist. Und The Terminator ist für mich eine dieser ganz, ganz großen Geschichten mit für die damaligen Verhältnisse und unter Berücksichtigung des Budgets nahezu perfekter Technik. Und daher gibt es von mir dann auch nahezu perfekte 9,5 von 10 Punkten. Und jetzt, liebe Freunde, bin ich auf eure Kommentare gespannt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ohne Scheiß, ich kann es euch sagen, es war monstermäßig viel Arbeit, aber ich hatte Bock drauf. Ich hatte sowas von Bock drauf und ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Macht's gut.